Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich befinde mich jetzt hier Underworld, weil wir jetzt dem Sheep Squash, schwerer Name, töten wollen. Und ich muss mich beeilen, weil ich Platz 3 bin und jeder sieht, dass ich hier bin und das ein gratis Spawnpunkt ist. Deswegen Station Welch, oder? Gibt's noch eine nähere? Ah, ich glaube, die ist ein bisschen kritischer. 40 Kronkorken. 6, ach komm, scheiß drauf. Da will sowieso keiner hinreisen. Da gehen wir hin. Ich meine, wer opfert denn bitteschön mindestens 30 bis 40 Kronkorken, um da hinzukommen, nur um mich zu töten? Ich habe ja kein Geld. Von mir kriegt er ja nichts. Ich meine, er weiß das nicht, aber sobald er mich tötet, macht er Minus. Verstehst du? Oder... Nee, das muss prozentual von meinen Kronkorken abgezogen werden, ne? Es ergibt ja keinen Sinn, wenn das pro Level abgezogen wird. Das heißt, wenn ich Level 300 bin, dass mir auch 300 Kronkorken abgezogen werden oder so. Das wäre völlig unlogisch, weil ich ja dann nicht genug Kronkorken habe. Wäre ich Level 300. Aber gut, ich würde sagen, erstmal eine bequeme Reise da hinten hin. Und dann gucken wir mal. Bei Taxi Dermin van Löwe. Was ist das? Ach, guck mal. Da mische ich mich doch gerne ein. Oh Gott, das Volltier ist fast tot. Es ist tot. 600 Erfahrung! Junge! Sind sie alle tot? Alles meins. Ich muss nach Hause. Oh, ein kleines junges Baby. Oh. Da wäre ich auch ausgerastet. Geile Sache. Jetzt werde ich erst recht sterben. Ach, guck mal, da ist ein Bahnhof. Levisburg. Ich hätte da einfach hinschnell reisen können. Oh Gott, aber andere können es auch. Okay. Aufgepasst, Freunde. Haltet Augen und Ohren offen. Da könnte ich auf mich warten. Ich weiß zwar nicht wer, aber irgendwer bestimmt. Oh, ich kann den Müll abladen. Oh, 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 stimmt. Oh, geil. Oh, jetzt dürft ihr mich töten. Alles gut. Oh. So, Hundefutter in der Dose. Kann ich hier irgendwas kochen? Ich glaube nicht. Ah, den Teddy kann ich verkaufen. Bestimmt. Decken Sie sich ein, solange Sie die Möglichkeit haben. Ich habe hier dieses Ding. Das darfst du haben. Hm. Ja, die Knallbeere, Leuchtpilz. Hier können Sie Ihre Vorräte auffüllen, Bürger. Verringert Sprint-AP-Kosten und erhöht AP-Regeneration um 50%. Warnung. Kann zu Erinnerungslücken führen. Reif zu Nuckerschein. Bereit zum Handel mit Vorräten, Munition und Ausrüstung. Na gut, was hast du so im Angebot, Dude? Fusionsgenerator. Leider habe ich... Ah, haben wir fehlt eine Münze.
willkommen, Bürger. Ich bin zum Handel mit Vorräten autorisiert. So, jetzt kann ich etwas kaufen und dann bin ich nichts mehr wert. Aber ich kann auch nirgendwo mehr hin. Jagdgewehr könnte ich mir auch kaufen. Achso, ist bekannt. Munition und andere Vorräte sind hier verfügbar. Na komm. Holen wir uns mal den Fusionsgenerator. Ich bin arm. Cool. Wir können nirgendwo mehr hinreisen, aber niemand kann mir etwas nehmen. Kommt, tötet mich. Versucht es. Jetzt kommt bestimmt keiner mehr. Weil ich ja logischerweise nichts habe. Ich meine, die wissen das natürlich nicht, aber... Es ist einfach das Gesetz. Guck mal, Platz 1 ist da hinten. Der andere ist immer noch da. Was auch immer der da macht. The fuck? Glowing Wendigo. Bist du so krass drauf, Dude? Wie die epische Musik losgeht, Alter, Junge! Verzieh dich, Smiagon! Alter, ich plündere gerade deinen Bruder. Lass mich in Ruhe. Wie krass ging der denn ab? Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Muffensausen. Alter Schwede, schreit er mich erstmal an. Oh. Cool. Mal gucken, wie stark der wird. Das muss ja ein Miniboss sein, oder? Ich hoffe doch. Der Sheep Squatch hat meinen Bruder Achso. Die Nachricht kam sehr spät an. Ich höre hier viele Geräusche. Gesucht, Sheep Squatch. Hallo, ich nehme an, du hörst mir zu, weil du meinem Plakat gefolgt bist. Also, ich bin Shelley Van Lowe und ich suche nach meinem Bruder. Ich nehme es gleich vorweg. Mein Bruder wurde von keinem verdammten Sheep Squatch gefressen. Oder zumindest bezweifle ich es. Aber ich glaube, Kelvins Besessenheit davon, seine Existenz zu beweisen, könnte durchaus mit seinem Verschwinden zusammenhängen. Kelvin ist komisch. War ja schon immer. Als er plötzlich nach Jahren wieder in der Stadt auftauchte, wusste ich, dass irgendetwas Seltsames läuft. Und dann war er plötzlich weg. Seine Sachen waren noch hier, aber er war fort. Da stimmt was nicht. Er ist nicht einfach wieder gegangen. Ich meldete ihn bei der Polizei als vermisst. Doch der Krieg brach aus und... Tja, du weißt ja wohl, wie es gelaufen ist. Also komme ich zum Punkt. Ich verlasse Lewisburg. Ich habe keine Wahl. Aber ich kann Kelvin nicht einfach vergessen. Wenn du glaubst, du kannst helfen, dann... Geh bitte ins Büro im zweiten Stock. Versuch, seine Spur aufzunehmen. Wenn Kelvin noch lebt, muss er wissen, dass ich nach ihm suche. Und falls nicht... Tja... Ich glaube, das möchte ich wohl oder übel auch wissen. Finde alle Hinweise bei Taxidermin Van Love. Das kriegen wir hin. Ich bin Platz 2. Cool. Hören wir uns andere Sachen an, bis jemand kommt und mich tötet. Notiz an mich selbst. Kelvin, reiß dich zusammen. Ich habe... Also, du hast eine echte Aufgabe. Deine akademische Arbeit... Nein. Deine Fantasien dürfen dich nicht ablenken. Das ist so wichtig.
aber wenn du das hörst, heißt das, du verlierst langsam den Verstand. Also, sprich mir nach. Der Sheep Squatch ist nicht real. Der Sheep Squatch ist nicht real. Aber falls doch, könnte ich... Oh, interessant. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Ob ich diesen Artikel wohl noch habe mit... Nein. Konzentrier dich, verdammt. Wenn du es verbockst, weißt du, was passiert. Also... Das ist so dumm. Kevin, ich... Konzentrier dich. Mann, geh zurück an die Arbeit. Okay, solange wir uns die Scheiße anhören... ...hocke ich an der Tür. Ich höre noch Schritte. Mein kleiner Bruder Kelvin und ich wuchsen an diesem seltsamen alten Ort auf. Unsere Eltern führten den Laden unten und als sie starben, übernahm ich das Geschäft. Kelvin war schon immer anders und intelligent. Nach der Uni ging er weg, um irgendwo für eine große Firma zu arbeiten. Danach hörte ich kaum mehr was von ihm. Kelvin hat Probleme, Zwänge. Ein Forschungsprojekt? Habe ich nicht geglaubt. Ich wäre nicht überrascht, wenn es nichts mit seinem Job zu tun hätte, falls es den überhaupt gab. Das letzte Mal sah ich Kelvin kurz bevor ich übers Wochenende weg war. Nicht mal ein Abschied. Als ich zurückkam, war er fort. Das Einzige, was Kelvin je interessiert hat, war dieser verdammte Sheep Squatch. Das muss der Grund für sein Verschwinden sein. Da bin ich mir sicher. Was war das gerade für ein Geräusch? Beschwerde wegen Lautstärke. An die Bewohner von Taxidermen Van Leeuwen. Bei uns sind mehrere Meldungen über eine Ruhestörung in der Nacht vom Samstag, den 27. September, eingegangen. Ein Beamter konnte dies zwar nicht bestätigen, aber zum Zeitpunkt seines Eintreffens schien niemand zu Hause zu sein. Allerdings haben wir den dringenden Verdacht, dass ihr Gebäude die Quelle der Störung war. Wir haben Grund zur Annahme, dass diese durch umfangreiche Renovierungs- und Bauarbeiten in ihrer Immobilie hervorgerufen wurde. Falls dies den Tatsachen entspricht, empfehlen wir, die Arbeiten nur während der Tagesstunden fortzusetzen, falls sie die entsprechende Genehmigung eingeholt haben. Wir hoffen, mit diesem Brief weitere derartige Vorkommnisse vermeiden zu können. Ja, ich merke schon, hier ist irgendwas seltsam. Als wäre hier irgendwie ein Hund oder so. Alter, wie creepy ist das denn? Ach, eine Ratte. Alles klar. Damit kann ich leben. Okay. Notiz von Mama. Shell, ich möchte... Nicht, dass bei unserem letzten gemeinsamen Tagen mein Gemotze, wie Kelvin es ausdrückt, im Vordergrund steht. Also schreibe ich einige Dinge auf, die du dir später durchlesen kannst. Erinnerungen. Wasch deine Weißwäsche getrennt. Weißt du noch, als du mal deine roten Socken dazu getan hast? Wenn du deine etwas empfindlichere Unterwäsche waschen musst, denk daran, sie mit niedriger Hitze zu trocknen. Sie soll ja schließlich lange halten. Benutz den Kalender, um den Waschtag nicht zu vergessen. Und was am wichtigsten ist, denke daran, dass ich deinen Bruder und dich immer lieben werde. Meine kleine Shelly, Mama. Das war keine Notiz, die ich suchen wollte. Alter, wie krank ist denn der Typ? Was ist das denn? Alter, was ist das denn? Was ist denn das für ein kranker Typ?
Nee, jetzt mal ernsthaft. Ah, das ist ein Vogel. Alles klar, okay. Ich dachte, das wäre ein Elchen. Oh, kurze Panikmomente. Na gut, hier ist nichts weiter. Ich würde ehrlich gesagt ganz gerne früher oder später von der Powerrüstung sogar wegkommen. Ich bin halt eher so ein Schleicher und immer Powerrüstung ist doch ein bisschen laut. Versteht ihr, was ich meine? So eine richtige Sneaky-Rüstung hätte ich gerne. Was haben wir hier eigentlich noch? Was auch immer das bringt. Lieferungen. Fehler. Alle Lieferungseinträge wurden vom Benutzer Kelvin Van Loewe gelöscht. Benutzerkommentare keine. Lieferungseinträge wurden vom Benutzer Shelly Van Loewe gesperrt. Benutzerkommentare, wo bist du, Kelvin? Billig, 11.01.76. Sternmull. Aha, Grizzlybär. Auf Hinterbeinen stehend. Ach so, die produzieren hier den Scheiß. Ah, schwarzer Zwergenwels. Ich habe nächste Woche Zeit. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Ich wünschte, wir müssten nicht auf diese Art kommunizieren, aber ich verstehe es. Und was ist mit diesem Kerl in den Welsen? Ist das der Kunde vom letzten Monat? Mrs. Van Loewe, wie es scheint, wurde im letzten Jahr eine Reihe von Holobandbelegen nicht eingereicht. Debs Vater hatte immer nur Gutes über ihre Familie und ihr Geschäft zu berichten. Außerdem hat er mir, als wir das Zepter übernommen haben, nachdrücklich empfohlen, diese Geschäftsbeziehungen fortzuführen. Ich würde das nur ungern wegen etwas so Trivialem ändern, aber die fehlenden Belege bereiten unserer Buchhaltung ziemliche Kopfschmerzen. Wer hat's übernommen? Check ich nicht. Ach, hier geht's weiter. Ausgehend. Anbieterkommentare. Es tut mir sehr leid, Mrs. Timmermann, aber unser Terminal im Geschäft scheint hinüber zu sein. Das wird nicht wieder vorkommen. Mit freundlichen Grüßen, Shelly Van Loewe. Ach so. Es ging wahrscheinlich nur um Papierkram, den komische Notare brauchen, was weiß ich. Wie heißt das nochmal? Ihr wisst schon, das, was man Anfang des Jahres macht, was ich nicht mache. Eingehend, Kundenkommentar. Es tut mir leid, ich habe Greg gesagt, dass ich die Belege von nun zusätzlich auch in Papierform führen werde. Was? Es tut mir leid, ich habe Greg gesagt, dass ich die Belege von nun zusätzlich auch in Papierform führen werde. Können wir reden, Depp? PS, ich glaube, ich habe deinen Bruder in der Stadt gesehen. Ist er wieder da? Ja, Depp. Wir können wieder reden. Ich war nicht sauer, ich habe mir nur Sorgen um dich gemacht. Du hast mir so sehr gefehlt. Und ja, Kelvin ist wieder in der Stadt und befasst sich mit seinem Projekt für die Arbeit. Ich weiß nicht, Depp, aber er verhält sich irgendwie wie früher. Er geht mitten in der Nacht raus und schließt sich den ganzen Tag ein. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Diese Geburtstagsreise, über die wir geredet haben, könnte ich wirklich gut gebrauchen. Wenn du noch möchtest, triff mich Freitagabend hier, Shelly. Rückvergütender Auftrag. Ach, was ist so scheiße langweilig hier, ey. Komm rein, wer du auch bist. Ich weiß, dass jetzt jemand kommt. Wie komme ich daran? Ah, mit dem Knopf bestimmt, ne? Der Knopf öffnet bestimmt die Vitrine. Ah. Rabimmel, Rabammel, Rabumm. Mein Freund Wolf. Tja, einem Hund kann man ja immer einen Knochen hinwerfen. Aber wie sieht es mit einem Wolf aus? Im Keller kannst du es erfahren. Viel Glück. Black Sheep. Soll die Ratte ein Wolf sein? Ein Wolf.
Du bist kein Wolf. Da. Kelvins Sicherheitscode. Sicherheitscode für Indiz. Holoband. Ein Squatch im Schafspelz. Das Geräusch nervt mich langsam. Aber jetzt kommt bestimmt einer rein und tötet mich. So, aber wo gebe ich den Scheiß? Achso, da war ja noch ein Terminal, ne? Wo ist es? Sicherheitscode, wo ist es? Büro, nein. Geschäft, nein. Kelvins Zimmer, was ist das für eine komische Notiz? Mein Zimmer, nein. Keller könnte sein. Wer? Black Sheep? Wolf? Bubiep? Dazu fällt mir nichts mehr ein. Verrückte Leute. Piep, piep. Nee, piep, boop. So, was ist denn hier? Robco Kundendienst. Sehr geehrte Mrs. Van Love, leider verstößt es gegen die Robco-Richtlinien, passwortgeschützte Terminals oder Authentifizierungssysteme in einem Terminal ohne Einwilligung des registrierten Terminalbesitzers Kelvin Van Love zu entsperren. Robco schätzt die Sicherheit und Privatsphäre seiner gesamten Nutzer. Wir möchten Ihnen unser tief empfundenes Beileid zum Verlust von Vorname des Familienmitglieds einfügen, aussprechen. Sie können uns glauben, dass wir Stufe der Beleidigung, Beleidsbekundung auswählen. Wir empfehlen Ihnen nach einer Niederschrift oder physikalischer Kopie des Passworts oder der Sicherheitsphrase zu suchen. Hab ich. Sieb Squatch, 2070 bis 2072. Feldforschung 1. Gerücht, Schafe verschwinden. Untersuchen Hypothese, dass Sheep Squatch Schafe frisst. Das war Scotts Idee. Das heißt, ein Schafe frisst Schafe? Ergebnisse. Ich habe doch gesagt, dass das Zeitverschwendung ist. Ich würde Geld darauf wetten, dass Scott eher zum Kannibalen wird als der Sheep Squatch. Wie sich herausstellte, hatte ein Nachbar die Schafe gestohlen. War zu erwarten. Feldforschung 2. Jäger. Ich, Ray Scott. Ort Wanderwege bei Point Pleasant. Gerücht. Seltsame Spuren in der Nähe von Point Pleasant. Der Bericht stammt von einem Kryptidenjäger aus der Gegend. Ergebnisse. Ich hatte große Hoffnung, aber wir konnten keine Spuren finden. Feldforschung 3. Jäger. Nur ich. Ort. Unheimliche Höhle. Hügel. Gerücht. In der Gegend wurde ein seltsames weißes Tier gesichtet. Ergebnisse. Ich wusste es doch. Ich konnte leider nur einen kurzen Blick auf die weiße Schönheit erhaschen. Es hatte Hörner und lief auf vier Beinen. Letzteres ist überraschend. Aber der... Es hatte Hörner und lief auf vier Beinen. Das ist überraschend. Letzteres ist überraschend, aber da hätte ich auch drauf kommen können. Es ist wahr. Es gibt ihn wirklich. Ich muss gleich Scott und Ray davon erzählen. Ein gehörntes Wesen auf vier Beinen. Das muss der Sheep Squatch sein. Nur ein Mythos. Schluss damit, das geht jetzt schon seit Monaten so. Es ist nichts als ein Mythos. Warum kriege ich das nicht in meinen Kopf? Was ist los mit mir? Immer noch ein Mythos. Ich muss damit aufhören. Es gibt ihn nicht. Ich muss den Jungs sagen, dass ich das nicht mehr durchziehen kann. Es gibt ihn nicht. Ich kann mir das nicht länger antun. Es gibt ihn nicht. Ich muss mich aufs Studium konzentrieren. Mein Leben. Leben. Es gibt ihn nicht. Dreht er vollkommen durch. Forschungsprojekt 2077. Sheep Squatch Sichtung Levisburg. Bericht. In Levisburg sah ein Zeuge kurz nach 23 Uhr etwas Ungewöhnliches. Die Polizei wurde alarmiert, sendete aber keinen Streifenwagen aus. Kommentar. Könnte
Kommentar. Jemand sieht mitten in der Nacht etwas Ungewöhnliches. Wen interessiert das schon? Ich muss mehr unternehmen. Ein Zeuge sah eine Kreatur nahe der unheimlichen Höhle und meldete dies sofort der Polizei. Laut der Polizei war der Zeuge eindeutig berauscht. Vermutlich hat sich wieder ein Teenager hinter dem alten Schild betrunken. Kommentar. Ich hatte bei den unheimlichen Höhlen schon einmal Glück, aber dieses Mal lief es nicht so gut wie erwartet. Ich sollte mir einen Ort suchen, wo es vertrauenswürdigere Zeugen gibt. Verschnaufpause. Nach dem letzten Versuch ist mir klar geworden, dass ich bessere Ressourcen brauche. Ich muss mich auf das Wesentliche konzentrieren. Erinnerung. Mit Boobieb treffen. Ah. Dies ist eine automatische Erinnerung, erstellt von Kelvin van Löwe. Zeitpunkt. Irgendwann. Erinnerung. Triff Boobieb in Bestien Park für eine Demonstration. Komm nicht zu spät. Koordinaten herunterladen. Ich habe noch nicht alle gefunden. Was fehlt denn noch? Bauplan. Oh, wir können den Löwen. Kopf bauen. Warum ging gerade die Schublade zu? Und warum holt mich hier keiner? Oh. Anscheinend bin ich langweilig. Alter, ist nur Zero, der labert eh nur langweilige Scheiße. Na gut. Hauen wir ab. Ich muss eigentlich wieder was essen. Scheiß drauf. Einfach alles reinziehen. Seitdem ich nicht mehr schnell reisen kann, ist das Essen immer wieder ein Problem geworden, ne? Aber ich habe immer für den Fall der Fälle habe ich immer Honig dabei. Also sollte etwas passieren, können wir immer noch was essen. Und jetzt zu den Höhlen. Aber ich wette, da treffen wir nur ein Wendigo oder irgendwas. Vor allem ist das schon auffällig, dass hier vorne ein Wendigo war, ne? Wenn ich jetzt immer ein Clownskostüm tragen würde, ne? Und ich zufälligerweise ein Wendigo sehe und ihn töte, zählt das eigentlich auch für die Quest? Weil es wäre easy money. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Den töten wir nochmal schnell. Was hast du denn alles dabei? Alter. Na gut, auf zum Bestien Park. Ah, das letzte Mal, als wir hier waren, waren noch Supermutanten, ne? Also, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel trotzdem auf mich reagiert. Nicht, dass es zufällig irgendwelche Leute spawnen lässt, sondern dass es die Leute spawnen lässt, die für den Spieler, der am nahesten ist, passen. War hier nicht ein Friedhof oder so? Hä? Hätte auch hier ein Friedhofssymbol. Und hier ist ein Friedhof. Was bist du denn für ein fettes Vieh? Ja, jetzt sammel doch den Friedhof hier ein. Ah, Pleasant Hills Friedhof. Huch. Oh, Level up. 54. Für mich nur in Sicherheit bringen. Okay, hier dürften wir sicher sein. Alles klar, ich weiß noch nicht. Wir gucken uns das Ganze erstmal an.
Oder wir gucken uns erstmal an, ob wir hier irgendwas haben. Ich brauche irgendwas, was auch gegen Spieler gut ist. Deine Gewehre haben bei Verwendung des Visiers 10% mehr Reichweite. Nee. Das ist cool. Ich könnte auch darauf gehen. Du hältst mehr Kontrolle und kannst beim Verwenden von Zielfernrohren... Nee. Rüstung ignorieren. Ja, Rüstung ignorieren hört sich gut an. Allerdings brauchen wir vorher natürlich noch einen Spezialpunkt. Was ist das hier? Kannst beim Schleichen Gegner abschütteln und laufen wirkt sich nicht mehr auf deine Schleiche. Okay. Das hier kann ich ja nicht wegnehmen. Oder das hier. Nachts verursachen deine schallgedämpften Waffen... Sandmann. Wir brauchen den verdammten Sandmann. Jetzt weiß ich, wo die Quest herkommt. Der Schaden. Jetzt weiß ich es. Dann wählen wir den hier. Gehen auf... Kritische Treffer am Watzen, nö. Das ist ja Glück, ne? Oh, das ist auch gut. Oh, so viele gute Sachen. Aber ich möchte den hier haben. Mehr Schaden ist immer gut. Dafür nehmen wir halt das hier weg und packen das hier rauf. Okay. Jetzt wird's Nacht und dann können wir gucken, wie viel Schaden wir machen. Ah, gut zu wissen. Gut zu wissen. Das heißt, wir können Nachtbench können wir rausnehmen. Für mehr Schaden. Für geileren Schaden. Das heißt, ich müsste jetzt 3,5-fachen Schaden machen. Dann laufen wir einfach mal hier entlang. Irgendwas hat sich hier ins Bild gebrannt. In diesem Gebiet. Nur in diesem Gebiet hat sich irgendwas hier ins Bild gebrannt. Und jedes Mal denke ich im Augenwinkel, da bewegt sich irgendwas. Das ist echt uncool. Oh Gott. Zu tief eingeatmet. Oh. Ja, Gott, da konnte man die Dose noch fliegen sehen. Na, die Folge ist eh gleich vorbei, da muss ich das aufwischen. Kann ich mich hier verstecken? Oh, ich kann hier kochen. So. Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber es ist mir wieder entfallen. Es war zu viel für mich. Also, kochen wir mal kurz was. Hey! Oh, ich habe mich gefreut. Ich dachte, ich kann hier kochen. Na gut, Freunde, ich werde mal kurz
Müsste man gesehen haben, wie sie hier so lange geflogen ist, ne? Ich werde nachher mal gucken. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.